Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2014. Jetzt bin ich hier losgefahren, ohne die Sämaschine anzuhaben. Jo, ich bin nicht alleine. Dabei ist heute wieder, so wie letztes Mal, der Gamplord. Hallo Gamplord. Hallo. Wie geht's dir? Wir haben uns ja jetzt lange oder eine Weile jetzt nicht gehört. Wie auch immer. Ja, mir geht's gut und dir? Super. Alle check, heute kam mein neues Headset an. Logitech G930. Richtig geiles Teil. Mit ja, 7.1. Hast du die ganzen Kabel nicht mal, gell? Ja, das ist so schön. Ohne Kabel endlich spielen zu können. Ja, ich kann mir's denken. Ich hab den Kabelscheiß noch. Ja, das ist echt nervig. Ach, ich fahr Vorgewende, ganz einfach. Ist mir jetzt egal. So. Ja, bisschen rüber noch. Und jetzt so. Ja, wir sind hier immer noch auf der Breitheim-Map. Diese kleine Mini-Zwergen-Map. Was mich ein bisschen stört, ist, dass die Felder alle mit Zäunen umrandet sind. Man hat kaum Möglichkeit zu rangieren mit den Anhängern. Das ist echt nervig. Ja, da hast recht. Vielleicht, ja, letztes Mal haben wir ja mit dem ganz kleinen 3 Meter Sämaschine gemacht. Heute haben wir hier die... Welche war das jetzt? Die 8 Meter oder die 9 Meter? Ich glaube, die 9 Meter. Ich glaube, die 9 Meter hast du jetzt, ja. Da haben wir ein bisschen mehr Platz, sag ich mal. So, zack. Hier lang. Ich meine, es geht zwar, aber... Das Gelbe vom Ei ist es jetzt nicht. Demnächst kommt auf jeden Fall noch mein LS13 auf der Paradise Map. Aber das machen wir nur, wenn wir mindestens 6 Leute sind, weil die Map einfach mal zu groß ist dafür, um jetzt, sage ich mal, zu zweit irgendwas da zu machen. Ja. Also, falls ihr mal Lust haben solltet, mitzuspielen, kein Problem, meldet euch. Und dann können wir das gerne machen. So, ich fahre jetzt hier einfach kreuz und quer. Ich muss ja nicht wirklich nur Bahnen fahren. Zumal die Felder ja auch nicht gerade sind. Ja, ich merke es gerade bei mir. Ich fahre hier gerade einmal außer rum. Ja, eben. Also. Anders geht das sonst nicht. Dann müssen wir halt so fahren. Ja. Vor allem mit den ganzen Bäumen und so. Das ist auch nervig. Ne? Die stehen halt genau am Feldrand, ja. Da, wo man sie am allerwenigsten gebrauchen kann. Ja. Aber, mein Gott, dann machen wir das so und dann passt es. Dann lässt sich's auch normal fahren und so. Ja, heute nehmen wir gar nicht mal so viel auf. Heute werden es wohl nur 1, 2 Folgen, 3 Folgen oder so. Weil mein Terminkalender heute relativ voll ist. Nur da einer. Mein Terminkalender ist auch voll. Ja, das ist... Ich meine, das ist heute... Heute ist Donnerstag. Mittwoch. Mittwoch, ja, sorry. Stimmt. Ja. Stimmt. Morgen muss ich wieder arbeiten gehen. Ich habe keinen Bock. Ja, und ich muss in Schule, da habe ich auch keinen Bock, aber... Ja, Schule, da könnte ich wenigstens schlafen, weißt du? Ja, ich muss aufpassen. Ich habe Abschlussprüfung am Dienstag wieder. Ah, okay, hast schon bald, ja. Ja, die erste Prüfung ist schon vorbei, aber... Oder die ersten zwei sind schon vorbei. Mathe und Deutsch sind vorbei, jetzt noch Englisch. Okay. Dann sind bald Ferien. Dann hast du es ja fast geschafft, wa? Ja. Oh, was macht der hier mit mir, ey? Ich hasse Anhänger. Die sind so nervig teilweise. Gerade saublöd hier abtanken irgendwie in die Mitte.
Ja, die Map ist halt sehr, sehr klein. Also müssen wir nochmal gucken, ob wir hier wirklich auf der Map bleiben. Oder ob wir uns eine suchen, die, sag ich mal, zumindest wirklich nur ein Tick größer ist, weißt du? Und auch ja, nicht so viele halt, Zäune hat. Wenn jetzt so Forstmod draußen wäre, dann wird man sich halt hier mit Forstwirtschaft mehr, glaube ich. Ja, okay, das wäre was anderes. Also, wenn der Forstmod rauskommt, denke ich mal, werden wir auch dann hier auf der Map wieder zu finden sein. Ansonsten werden wir mal schauen, ob wir noch irgendwie eine Map finden, wo zumindest ein bisschen mehr Platz ist. Also, dass die Felder nicht so groß sind, das stört mich gar nicht mal. Also, ich muss ja, hier nicht mit toll. Einem, sag ich mal, 14 Meter Seemaschine oder so lang heizen. Das muss ich gar nicht mal. Was mir bloß wichtig ist, dass man auf der Straße vernünftig fahren kann. Und zum Beispiel nicht da immer an den Zäunen hängen bleibt, die alle 3 Meter irgendwie da im Weg sind. Ja. Weil das ist das Einzige, was mich eigentlich stört. Aber ansonsten... Cool wäre ja mal eine Multiplayer-Map, wo auch der Verkehr und die Ampeln funktionieren, weißt du? Ja, der Verkehr geht halt im Multiplayer nicht. Ja, das wäre ganz cool, wenn sie das irgendwie noch... sag ich mal, ändern würden, dass das wieder mit reinkommt und so, das wäre ganz geil. Ja, schlecht ist dann. Aber muss gut. Ja, ist halt leider so, ne? Ja, kann man nicht. Ich bin sowieso mal gespannt, was hier an Alice noch alles ändern, zumal ja schon bald, gar nicht mehr so lange hin, Alice 15 kommt, ne? Ja, da wurde ja jetzt angekündigt in, wo war das, Los Angeles oder irgendwas? Mhm. Da nicht verhört habe. Wo jetzt angekündigt war ist. Und ich denke, also ich bin mal gespannt, was da an Neuerungen rauskommen und an neue Maschine und alles. Ja, ich freue mich vor allem auf neue Grafiken, ne? Ja, das natürlich auch, ja. Und dass man zum Beispiel diesen hat, also den PDA, die Geschwindigkeitsanzeige, Füllstand etc., ob man da dann auch endlich mal die Größen verstellen kann, weißt du? Ja, ja. Weil ich finde, das ist alles sehr groß. Also das ist eher was für blinde Leute, also die schlecht sehen, als für uns jetzt in dem Fall. Ja, klar. Ja, ohne Brille, ohne irgendwas. Ja. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. So, wie weit bist du auf 25? Ja, ich bin jetzt einmal außen rum und bin schon fast das zweite Mal voll. Okay. Das liegt gut Material. Und was ist da jetzt auf Feld 25? Was haben wir da? Gerste. Gerste, ne? Ja. Aus Gerste macht man Ballen, oder? Kann man. Ja, wir brauchen ja sowieso für Futter, oder? Ja, wir können ja auch das nur so hinkippen mit dem Ladewagen. Geht mit dem Frontlader dann. Ja, normal schon. Ja, das ist super, dann sparen wir auch ziemlich die ganze Ballenzeugs und so, wisst ihr? Ja, schon rumschubsen und alles. Ja, das ist nervig. Obwohl ich ja jetzt eine super Rundball-Sammelmaschine habe, Sammelwagen habe. Aber der wird hier auf der Map nur Probleme machen, weil der halt wirklich groß ist. Ja klar, da ist was für große Maps. Ja, eben. Also da wäre es dann wirklich schon besser, wir legen das dann halt so ab. Und mit dem Frontlader einfach, mit der Schaufel, wird das dann eingesammelt und dann ist schick, ne? Ja. Dann passt es schon. Ja, oder wir gehen hin und... Das Problem ist halt, wo laden wir es ab? Das ist halt noch so eine Frage. Ja, müssen wir mal gucken. Aber das sehen wir ja. Jetzt dreh ich erstmal fertig. Genau, mach erstmal fertig. Dann kümmern wir uns dann so langsam unsere Kühe. Da wir ja den Kredit aufgenommen haben, haben wir ja noch jetzt 390.000. Und dann schauen wir mal weiter, wie es dann wird mit dem Kühen, dass wir Silage machen, dass wir halt Futter, Gras und das, was du da gerade machst, das die Gerste zu... Ja, das Stroh. Stroh, genau. Ja. Und das Gras halt zu Heu. Ich meine, theoretisch braucht man ja eigentlich gar keinen Mais. Man kann ja, wie ich das richtig mitgekriegt habe, wenn es denn richtig war, aus Gras auch Silage machen, ne? Genau. Das heißt, man braucht gar keinen Mais eigentlich.
Normal nicht, ne. Okay. Weil dann könnten wir nämlich theoretisch auch einfach mit dem Krone Big M, weil der passt locker durch die Straßen durch, weil der sich ja so super zusammenklappen lässt. Ja, der passt zwar gut durch die Straße, aber... Ja, da könnten wir aber super Gras mitmachen, ne? Ja, man könnte auch nur mit, also wie es in so einer Berg, in einer Landschaft mit Berg eigentlich üblich wäre, dass man es mit Front- und Heckmähwerk da macht und Big M ist eigentlich selten auf so einem. Ja, das können wir natürlich auch machen. Da habe ich einen richtig guten, ne? Und zwar den, guck ich mal eben nach. Den Kuhn PZ, die beiden Dinger, ne? Ja. Für hinten und vorne, die finde ich richtig gut. Also mit denen habe ich selber schon auf der großen Map Gras gemacht und ich muss sagen, das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, das gibt auch so einen Mod, der wirft, also der hat dann schon Schwarz dabei, der wirft dann in die Mitte. Ja, so. Natürlich gibt es sowas, aber da hätte ich sogar noch schöne. Hä? Da hätte ich sogar einen schönen Mod. Ja, können wir dann ja mal gucken, ne? Ja. Schauen wir dann einfach mal. So. Oh, da habe ich was übrig gelassen, aber das ist nicht so schlimm. Ach, ist das toll, wenn man wieder Platz auf dem Hacker hat. Ich fahre hier schon wieder kreuz und quer. Ja, ich kann schön außen rumfahren. Die, also hier ist es echt toll, dass man schön immer in Fahrt bleibt. Na, ich habe hier leider ein bisschen was stehen lassen, das korrigiere ich jetzt erstmal. So, die zweite Runde ist vorbei, jetzt geht's in die dritte. Und ich bin gleich wieder fertig. Fast voll. Ja, dann hast du noch Feld. Feld 14 vor dir. Feld. Ja. 24, 26. Ja, dann machen wir aber alle nicht alles heute. Welches Feld kann ich noch machen? Und 28 kann ich noch machen. Das sind auch riesige Felder. Ja, schauen wir gleich mal. Was war heute noch so, alle die Backen kriegen? Ja. Viel wird's nicht, da ich an so einem sonnigen Tag. Ich werde wahrscheinlich gleich ins Kino gehen oder in den Zoo mit meiner Freundin. Oh. Und nicht schlecht, ja. Ja, ich habe mal wieder ein bisschen Lust rauszugehen. So, ja, real life, die geile Grafik genießen. Ja, die ist echt toll, die Grafik. Die Story ist zwar manchmal ein bisschen langweilig, aber... Ja, solange die Grafik passt, ist eigentlich okay. Ich habe auch leider noch kein Geldhack gefunden. Ja, das bin ich auch noch am Suchen. Ja, aber Google spuckt da nicht wirklich was bei aus, wa? Das Einzige, ja, was halt kam, immer Kredithack, aber... Ja, also muss man zurückzahlen und es kostet monatlich, der Hack kostet halt was, ne? Ist ja so ein Russen-Hack wieder, wisst ihr? Ja, ja. Die kosten ja immer was, das ist immer scheiße. Ja, da hast recht. Und dann hack ich dann lieber nicht, wisst ihr? Wer ja, weiß, klar, wenn ich erwischt werde, wisst ihr, dann kriege ich auch noch einen Bann für 3 Jahre, wisst ihr? Ja, ja, you're banned from this area, hä? Huh? Mhm. Ja. Genau, das ist scheiße. Und dann darf ich wieder, was heißt wieder, muss ich hinter schwedische Gardinen meinen Bann absitzen und so? Nee, darauf habe ich keinen Bock. Ich glaube, ich rufe mal Anonymous an, die sollen sich da einhacken und mir ein bisschen Geld geben und so. Ja. Die kennen sich da recht gut aus. Ja, ich kann jetzt noch schön ins Fußballtraining. Ach, hast du heute wieder, ja? Ja. Das ist doch super. So, ich bin fertig, ich muss nur noch... ein Fitzelchen, was 1 Meter oder 2 Meter weit ist. Ja, wenn du Lust hast, kannst du ja auch mit Drescher oder so, und ich fahre dann halt die ganze Zeit ab. So, erst halt mal zusammenklappende Ding. Und wieder in unsere Homebase fahren, die ja hier gleich um Ecke ist. Praktischerweise, also wir haben fertig. Ich mach mal kurz ein Resümee, genau, mit E. Und zwar haben wir Feld 11 und 12 fertig.
14 bist du am Dreschen. Nee, ich bin auf Feld 25 am Dreschen. Meine ich ja. Feld 25 bist du am Dreschen. Wenn du da dann fertig bist, güllst du das? Ja, genau. Nee, erst sammle ich das Stroh ein, dann fahre ich die Gülle hin. Ja, genau. Erst einsammeln, dann güllen und dann säen. So. Genau. Währenddessen können die anderen beiden Felder wachsen. Ich würde auch sagen, wir spulen hier nicht vor. Nicht unbedingt. Höchstens ja, diese Standardspulen, außer jetzt, sag ich mal, dieses 120.000-fache Geschwindigkeit oder was das da immer ist. Das ist scheiße. Das ist nicht toll. Ja, das ist besser. Man hat immer was zu tun am Tag. Und dann Eben. So, das war's für heute. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Tschüss.